Ah, herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ja, ich habe mich gerade kurz von oben hier runter bewegt und schon eine Minute aufgenommen. Habe aber klugerweise vergessen, mein GoXLR-Profil kurz zu ändern. Das heißt, ich war gerade auf den normalen Boxen-Sound und allen drum und dran und Soundset hat man wieder komplett verstellt. Irgendwas passiert mir das in letzter Zeit zu häufig. Aber liegt auch gerade daran, dass ich gerade davor was anderes aufgenommen habe. Dann eine kurze Essenspause gemacht habe und jetzt direkt wieder weiter aufnehmen. Natürlich während der Essenspause, Dingens mir ein paar Videos angeschaut habe und dann natürlich vergessen habe, das Profil wieder zu ändern. Und die Videos natürlich ohne Kopfhörer angeschaut. So, warte mal, erst ist irgendwie wegmarschiert. Hast du vielleicht irgendwo die Leine verloren für deine Lamas? Und ist sie einfach nur gerissen? Schaut nicht so gut aus. So, was ich nämlich vorhabe, ist diese Folge hier einmal setzen, diesen Torbogen fertig bauen. Und ich werde es dann, glaube ich, doch so machen, dass wir einen Torbogen da reinsetzen. Und was ich hier jetzt vorhabe, ist mir kurz ein paar Falltüren machen. Ich will mal was ausprobieren. Halt, ne, so ging die nicht. Moment, wie gingen die? So rum. Mal 4 Stück könnten reichen sogar. Ja, müssten reichen. Und so, ich habe Folgendes vor, damit die Spinnen nicht immer so einfach hier hochklettern können, da unten Falltüren reinzusetzen. Wenn es auch nur 4 sind, dann sind es auch nicht so viele, dass Monster am Fallschaden sterben könnten. Und wenn, sind es nur so wenige, die mal drauf gehen. Warum ist der ausgebrochen? Hä? Wieso? Wieso bist du ja plötzlich unterwegs? Da war doch ein Zaun. Hä, der ist auch nicht unsichtbar geworden. Nee, der ist wirklich weg, der Zaun. Genau, gehen wir wieder rein und arbeiten. Wie ist das denn passiert? Ich habe den meines Wissens nicht umgehauen oder kaputt gemacht. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Das sehe ich jetzt auch gerade zum ersten Mal. So, das geht sogar, glaube ich, relativ gut von hier. So. So. Und so, dann wären es nur 3. Aber die reichen eigentlich, weil die letzte würde ich ja halt gerne hier platzieren, aber dann ist ja hier das Glas. Hier kommt die Spinne. Ja, super, genau, da müsste auch eine hin. Blöd. Hä? XP eingesammelt? Hier? Okay. Moment, das funktioniert jetzt gerade bisher nicht so gut. Wir testen das mal kurz hier auf der Seite. Fall doch mal wieder kurz bitte wieder runter, Spinne. So, mal gucken, ob sie auf dieser Seite auch hochklettern kann. Ich muss uns noch einmal irgendwie entdecken und sehen. Klar, hier kann sie hochklettern. Es geht hier unten rum. Kommst du nicht mehr nach oben? Kann das sein? Na, Mist, da kommt sie easy hoch. Das heißt, wenn, müssten wir mehr Falltüren platzieren. Wie kriege ich denn hier welche hin? Ja, indem ich vielleicht nur mich hier reinbuddel und dann von der anderen Seite dagegen setze. Ah, wir können es natürlich so machen, dass wir die hier dran setzen. Aber ich glaube, dann sind sie nicht hoch genug. Müssten wenn schon auf der Ebene hier sein. Ja, finde ich nicht ganz so toll. Und dann machen wir mal kurz noch ein paar mehr. Oh, halt. Nein, das war jetzt eine zu viel. Aber warte, hier könnte es ja gehen. Geht das so? Nee. Moment, ich muss irgendwie da hinkommen. Ist natürlich ein bisschen riskant jetzt. Wir müssen uns irgendwie so positionieren, dass jetzt möglichst nichts reinfällt. Wenn ich mal ganz kurz hier das Dach wegreiße. So, hier geht es ja tatsächlich so mit den beiden. Jetzt haben wir zumindest mal 2 Seiten komplett. 3 Seiten komplett abgedeckt mit Falltüren. Ich weiß nur noch nicht, ob mir das so gefällt, wenn ich das so habe. Ich meine, es geht ja nur um die Spinnen. Die anderen Monster sind ja alle kein Problem hier. Es geht jetzt nur um die Spinnen, dass die halt nicht mehr nach oben klettern können. Ja, müssen wir ausprobieren, ob das so funktioniert oder nicht. Natürlich fallen auch jetzt gerade die ganze Zeit wieder keine Monster von oben runter. Sehr passend. Heute machen wir jetzt mal Folgendes. Wir... Oh Gott, Katze. Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass hier irgendwie mal Feinde lang marschieren könnten. Vielleicht muss ich hier noch Türen reinsetzen, so langfristig gesehen.
Aber erst würde ich halt ganz gerne diesen Mauerbogen da vorne abschließen oder den Eingang. Damit das zumindest mal fertig ist. Ja, die Lamas rennen hier auch immer noch rum. Aber hier ist alles safe. So, tu mal bitte raus. Okay, dann müssen wir uns hier mal gucken, wie weit... halt, da geht's hoch. Wie groß machen wir denn diesen Mauerbogen? Wird der größer wie die normale Mauer oder nicht? Ich glaube, die Dreierbreite passt schon, ne? Gehen wir mal eins, so, zwei, von hier sind wir jetzt... Ach, ich baue es von unten, das geht besser. So, jetzt mal weiter auf derselben... Ne, noch nicht auf derselben Höhe. Jetzt aber. Nochmal eins, zwei. Eins, zwei. Und dann ist es schon recht schmal, ehrlich gesagt. Dann hier nach oben? Das würde schon passen, oder? Dass hier so die maximale Breite ist vom Eingang. Und der war einen zu viel. Müssen wir irgendwie nach oben. Nur das von denen gibt es keine Stufen. Schaffe ich den Sprung? Ich glaube schon, oder? Ja, den schafft man sehr gut. Okay, muss kurz ein bisschen mich konzentrieren wieder. Einen weiter nach oben von hier? Ich glaube schon. Dann ist das aber die maximale Höhe vom Durchgang. So. Hier können wir jetzt mittlerweile auch zubauen. So. Haben wir davon noch? Ja, wir haben noch jede Menge. Okay, sehr gut. Dann müssen wir uns hier auch nicht rumsparen. Ich hoffe, ich mache gerade nichts falsch, aber eigentlich müsste das richtig sein. Genau, hier müsste die Mauer lang gehen. 2, 1, 2, zack, zack. Ach, hier haben wir, glaube ich, was vergessen. Jetzt will ich von unten mal kurz gucken, ob das stimmt. So, das lassen wir kurz noch so, damit wir hier einen Aufstieg haben. Stimmt das? Doch, es scheint zu stimmen. Aber hier müssen noch welche hin, genau. So, dann fangen wir jetzt einfach mal an, den Zaun hier wegzureißen. Ist jetzt einfach so. Wer hat diesen Schritt jetzt gehen müssen? Und zwar hier wird zugemacht. Dasselbe dann hier. Und zwar bis hier, ne? Ja, sehr smart. Mal abschließen und schließen, was geht. So, das darf jetzt auch weg. Kommt auch so lange mal die Fackel auf den Boden. Genau, und hier haben wir das ja schon richtig gebaut. Jawohl. Ne, doch, der Eingang, der passt eigentlich so in der Höhe. Passt auch für die Größe von unserem kleinen Schloss oder von... Ne, Schloss ist es eher nicht, eher von der Burg. Doch, das passt. Das ist nur die Frage hier, schließen wir das jetzt hier ab und machen hier dicht? Oh doch, das machen wir dicht. Eisengolem, bitte mal kurz zur Seite gehen. Hier machen wir so und hier könnte es dann den Eingang in diesen Mauergang nämlich geben. Dann nur noch gucken, wie wir das am dümmsten vervollständigen. Genau, hier kommen dann noch nämlich diese Steine hin, die Bricks und außen eigentlich auch nochmal. Oh, da sind wir schon sehr weit oben. Der aktuell vor als letzte geht mal dahin. Aber von denen können wir sie auch neu craften. Haben wir noch ein paar Deep Slates. Genau, Mauern haben wir noch, die nicht aus Versehen nicht wieder neu craften. Das wäre blöd. Was ist das dann, wenn man hier die Mauer so rumsetzt? Schaut das dann aus?
Oh, musst du gehen? So. Hier die Mauer, hier kommen die Fackeln hin. Doch, ich glaube, das wird schon, das sollte cool werden. Sollte passen. Dasselbe müssen wir jetzt hier wahrscheinlich auch nochmal bauen, damit wir das so gestalten können wie hier. Aber natürlich geht das Ganze hier nur bis hier zu dem Bereich. Und mehr müssen wir uns noch überlegen. Ich mache jetzt mal nicht zu viele. Nur 20. Wir sind immer noch ein bisschen knapp bei Kasse, was die Rohstoffe betrifft. Deswegen will ich noch nicht zu viel verschwenden. Im besten Fall kriegen wir es nämlich so hin, dass wir jetzt nicht mehr in die Mine unten rein müssen, zumindest für den aktuellen Part. Halt, hallo, lass mich da bauen. So, und dann hier wahrscheinlich in die Mitte, oder? Das sind dann 2 Abstand zur Wand und hier sind es 3 Abstand zur Wand, aber das ist okay. Ist ja ein anderer Teil vom Gebäude. Genau, das würde, glaube ich, passen, wenn die hier sind, diese Streben. Zack, zack, zack. Mal gucken, wie wir den Rest noch designmäßig machen. Ich will auch diese Treppe hier mal ganz kurz wieder abreißen. Einfach, weil wir die jetzt mal irgendwo anders hinsetzen, wo wir die nicht dauernd abreißen müssen. Erstmal hier hin so. So, dann müssen einmal hier Tiles rein. Oder nee, Chisel, wie heißen sie? Aber nur Chiseled. So, hier kommen die Bricks hin. Und hier die Mauer hin. So. Diese Seite passt. Diese Seite passt noch nicht. Ah, hier würde ich es aber folgendermaßen gerne machen, dass wir dann vielleicht doch die unteren Steine mit Stufen machen. Moment, muss ein neuer machen. Die können wir jetzt alle einmal kurz verarbeiten. Und zwar Stufen bräuchten wir dann... Haben wir Stufen? Moment. Ich glaube, wir haben Stufen. Ne? Ja, wir haben schon welche. Sehr gut. Die können wir testhalber nutzen. Wir werden natürlich mehr wie 4 brauchen, aber das könnte, glaube ich, cool ausschauen, wenn wir hier nämlich Stufen machen. Dann haben wir ein bisschen Akzente gesetzt. Na, was sagst du dazu? Hm, was sagst du? Schaut gut aus? Schaut blöd aus? Dieser Gespräch, der Kollege lächelt nur komisch. Und dann würde hier die Stufe hinkommen und hier, wir schauen uns mal kurz im Ganzen mal an. Vielleicht muss ich es mal anschauen, wenn die Mauer oben drauf ist. Ja, ist schon ein bisschen anders, aber dann würde ich eventuell tatsächlich diese hier auch ausnahmsweise aus den Stufen machen, wenn ich das so mache. Das ist halt blöd, dass aus den Chisels keine Stufen gibt. Würde sich halt schon anbieten irgendwie. Alternativ müssen wir halt die doch nicht aus Stufen machen, sondern aus den normalen Steinen. Das gucke ich mir noch nur ganz kurz an, ob das besser wirkt. Zack, zack und zack, zack. Dann kurz auf unseren Aussichtsamboss. Ja, so schaut es halt vollständig und abgeschlossen aus, ne? Ist schon besser. Stufen passen nicht so ganz rein ins Konzept. Und ins Gesamtbild eher. Okay, noch kommen wir hier hoch, das ist gut. Bald geht das nicht mehr. Zack, zack. Nein, nur ein Mauerstück reicht es nicht aus. So, da kommen hier nämlich die Fackeln hin. Oh, und hier sind wir auch im Freien. Stimmt, wir sind gar nicht komplett unter der Mauer. Aber das ist ja gewollt. Unter dem Gebäude, meine ich. Oder, ach, wie auch immer. Nee, das ist gewollt. Das passt soweit. Dann als erstes würde ich tatsächlich gerne die äußeren oder die vorderen Türme hier angehen. Und dann kopieren wir die Türme mehr oder weniger nach hinten im Baustil. Und hier könnte man natürlich Stufen anbringen. Schaut sogar ganz cool aus, so. Finde ich. Weil die eben nicht connecten mit den Steinen hier. Gott, was ist das für ein synchrones?
Okay, das heißt, wie viele Stufen brauchen wir? Ich will es aber nicht zu viele machen. Wir brauchen eine Mauer. Wir brauchen noch zwei. Und dann sechs Stufen. Mann. Zu schnell. Zu hektisch. Schaut denn das hier aus? So? Ein so ein Popel? Könnte man schon fast machen, ne? Wir lassen es mal noch weg. Vielleicht irgendwann, wenn wir so ein bisschen designmäßig Akzente setzen möchten. So, 1, 2, 3. Hier leider eine zu viel. Und das letzte Mauerstückchen kommt hier hin. So, perfekt. Ah, vielleicht kommt das sogar irgendwann in Zukunft wieder weg, weil ja hier die Turmkante ist. Oh, das ist aber blöd. Jetzt muss man sehen, ob das so aufgeht oder nicht. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben einen kompletten Rundgang über die Mauer. Aktuell aber noch keinen offiziellen Aufgang auf die Mauer. Die kommen dann in die Türme irgendwo rein. Oh, der Zombie klang irgendwie... Ah ne, über uns natürlich. Ich würde sagen, der klang zu nah. Der klang irgendwie nach unter uns, aber... Nein, nein, der ist natürlich... Hoffentlich da oben, nicht hier drin. Euch geht's gut. Keiner verzombified. Scheint alles in Ordnung zu sein. Ach du Heilige, was ist denn hier los? Komm, wir leveln mal kurz die Spitzhacke. Und wie es scheint, die Spinnen bleiben unten. Und die Spinnen verhaken sich jetzt unter den Dingern. Unter den Trapdoors. Zu funktionieren. Oh. Die Kisten sind aber langsam voll. Oh Gott, was machen wir denn damit? Oh, eine Trapdoor natürlich. Die nehmen wir wieder mit raus. Den Bogen nehmen wir mit raus und schmeißen ihn gleich weg. Dann haben wir kurz ein bisschen Platz hier. Ach, und der Zombie ist gerade... Du bist jetzt nicht ernsthaft hier vorführmäßig auf der Trapdoor gelandet, oder? Aber das Gute ist, die fallen da ja wieder runter, weil die jetzt ja als ganzen Block erkennen. Das heißt, da müssen wir uns gar keine Gedanken drüber machen. Oben haben wir dasselbe Prinzip ja auch. Dass die an sich von den Trapdoors wieder runterfallen. Dann ist das schon mal nicht so schlimm. Okay, und hier müssen wir halt hoffen, dass halt einfach wirklich keine Monster hier reinlaufen und uns irgendwie die NPCs dann irgendwann töten. Hui. Bogen auf Reisen geschickt, nicht ganz so weit. Ich dachte, er wäre weitergeflogen. Aber ich glaube, das kann man schon machen, oder? Ist schon okay. Es ist nicht die schönste Festung. Ich weiß, es gibt andere, die bauen das deutlich besser und deutlich schöner. Vor allem halt bis die Türme stehen, dauert auch noch eine ganze Weile. Dafür werden wir sehr viele Deep Slate Steine brauchen. Oh, wir haben sogar ein paar. Wir können ja mal anfangen tatsächlich mit dem Turm. Vor allem können wir anfangen mit Treppen im Turm. Moment, was für Treppen gibt es denn aus diesen Steinen? Ich glaube, dann würde ich bei den Brickstairs tatsächlich bleiben. Dann können wir sogar einmal hier, zack, einmal richtig reinhauen. Kurz nicht zu viele von denen. Kann auch sein, dass wir mit Leitern in den Türmen arbeiten müssen. Das weiß ich jetzt aktuell nicht, was da am sinnvollsten ist. Ach so, ja, natürlich. Das funktioniert ja überhaupt nicht hier mit der Treppe. Wohl? Wenn wir das folgendermaßen machen. 1, 2. Plattform 1, 2 und wir sind oben, ne? Würde doch schon gehen. Es wäre halt einfacher, wenn das praktisch hier die Ecke ausgebeult wäre. Jetzt haben wir praktisch immer so toten, nicht verwendbaren Platz hier. Ich setze mal kurz mal mit Erde drunter, nur mal testhalber. Dann würde hier ein Block hinkommen. So und so, dann kommt man hier oben auf den Turm rauf. Ist halt ein bisschen eng, ein bisschen klein. Aber es würde schon gehen, ne? Wir haben zwei Katzen hier oben mittlerweile immerhin wieder. Wir haben zwar keine Fische für die Katzen, aber wir haben zwei Katzen. Machen wir das mal kurz mal so, dann vervollständigen wir das Ganze mal mit der Treppe hier. Zack. Ja, die Wand müssen wir eigentlich fast auffüllen irgendwie, ne? Oder irgendwas damit machen, weil die ist ja so komplett nutzlos.
Gefällt mir nicht so ganz, halt doch sehr eng. Ganz so eng wollte ich hier nicht haben unbedingt. Sollten wir vielleicht die Wand von dem Turm doch einfach nochmal jeweils zwei rausziehen? Würde sogar gehen, ne? Ist mir da auffällig, es ist ja nicht so ganz symmetrisch, ne? Also nichts. Na gut, immer praktisch der letzte davon schließt ab mit dem langen Pfosten in der Mitte. Ach halt, warte mal, der lange Pfosten verschwindet doch. Was ändert das denn, wenn wir den jetzt hier rausklatschen? Dann schaut das doch schon mal ganz anders aus, das Ganze hier, ne? So, da ist nämlich viel mehr Platz hier drin. Ich überlege mal ganz kurz etwas. Aber das, was ich mir überlege, gehen wir erst in der nächsten Folge an. Aber was ich noch ganz schnell machen gehe oder tue, ist hier draußen schlafen gehen. Wenn wir das gleich können. Können wir gerade nicht, aber ich probiere jetzt mal kurz was aus. Ja, weil diese aktuellen Stützpfosten kommen ja weg. Die werden ja praktisch durch den Turm optisch dann ersetzt. Das wird nicht so bleiben, wie es jetzt ist. Schon fast wieder vergessen, was ich davor hatte, aber es ist mir gerade nochmal eingefallen. Das ist schon mal gut. Ja, was ich jetzt probieren will, das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen und ja, entweder bis morgen oder bis gleich, je nachdem, wann ihr es anschaut. Tschüss!